Willkommen zu Dukaskopje TV, mein Name ist Alex Eissat. In den vergangenen Tagen haben wir eine Menge Neuigkeiten aus den USA erfahren. Die Einzelhandelsumfänge haben sich als extrem enttäuschend erwiesen. Der Umfang der Anträge auf Hypothekenkredite demonstrierte den geringsten Wert seit 14 Jahren. Die geopolitischen Risiken machen immer mehr Sorgen. Und es könnte sein, dass wir schon bald eine vollkommen neue wirtschaftliche Situation beobachten werden. Das alles werden wir heute mit Brian Withmer aus dem Elliott Wave Unternehmen besprechen. Brian, welchen Einfluss wird der Aktienpreisabstieg die Sanktionen aus den USA und aus Europa auf die entsprechenden Märkte ausüben? Momentan beobachten wir eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Zuwachses. Das könnte mit den Sanktionen verbunden sein, muss aber nicht. Meiner Meinung nach sollten die Händler ihre Marktprognosen nicht nur anhand der wirtschaftlichen Indikatoren erstellen, weil die Wirtschaft normalerweise immer dem Aktienmarkt folgt und nicht umgekehrt. Unser Unternehmen erstellt seine Prognosen eher technisch. Anhand unserer Modelldaten können wir tatsächlich einen Rückgang des S&P-Indexes und des FTSE beobachten. Wir hatten früher bereits erwähnt, dass dieser Rückgang in 5 Teilschritten passieren wird. Und das handelt sich hier um ein technisches Muster, welches sich immer wiederholt. Dieses sagt uns, dass momentan ein abwärtiger Trend auf dem Markt dominiert, der meiner Meinung nach bis zum Jahresende anhalten wird. Dementsprechend wird die Wirtschaft wegen dem Aktienpreisabstieg auch abschwächen. Die geopolitischen Risiken werden immer schärfer und haben sowohl Amerika als auch Europa bereits beeinträchtigt. Was bedeutet das für die Märkte? Eigentlich finden so gut wie alle, dass diese geopolitischen Risiken den Fondsmarkt in keinerlei Hinsicht beeinflussen. Die amerikanischen Analytiker meinen, dass der aktuelle Aktienausverkauf wegen dem Irak und wegen Israel passiert. Europäische Analytiker finden aber, dass Russland und die Ukraine die Schuld dafür tragen. Ich finde, dass das ein gutes Beispiel für die Rationalisierung ist. Man sucht einfach immer nach Gründen, die den Aktienpreisabstieg erklären würden. Und die geopolitischen Krisen sind momentan eine beliebte Erklärungsmethode für alles. Unsere Marktprognosen erstellen wir anhand sehr simpler Methoden. Dazu benutzen wir die Marktmuster, die sich immer wiederholen. Auf die unterschiedlichen Investorenstimmungsindikatoren beziehen wir uns aber ebenso, denn diese bestätigen die Muster oder widerlegen diese. Momentan kann man ein eventuelles Aufkommen eines wellenartigen Musters in den USA beobachten. Die Investorenstimmung bleibt aber gelassen und aus diesem Grund finden wir, dass sich die Aktien momentan im Anfangsstadium eines soliden Abwärtstrendes befinden. Kann es sein, dass wir als Resultat eine erhebliche finanzielle Krise beobachten werden? Historisch gesehen können die Aktien nach einem erreichten Wert nicht mehr so weit sinken. Es wird eine Weile lang dauern, bis sich die gelassene Investorenstimmung in eine nervöse oder sogar in eine Panik umwandelt. Und es ist eben diese Panik, die einen Marktabsturz auslöst. Und genau das ist im Jahr 2007 passiert. Zuerst hatte der Aktienpreis maximale Werte erreicht und der Zusammenbruch passierte erst im Jahr 2008. Somit gehe ich nicht davon aus, dass ein Marktzusammenbruch bereits morgen oder in der kommenden Woche passieren wird. Ich finde, dass die Aktien ihre Maximalwerte für dieses Jahr bereits erreicht haben und die momentan besten Anlegungsmethoden sind sichere Währungen. Man muss abwarten, bis sich der Markt etwas beruhigt hat und momentan sind Aktien keine langfristig rentable Anlagemethode. Nun meine letzte Frage. Die europäischen Regierungen scheuen nicht davor, weiter optimistische Prognosen zu erstellen. Handelt es sich hier um Selbsttäuschung? Von einer Selbsttäuschung würde ich hier nicht sprechen, jedoch ist das Vorhandensein eines Optimismus fehl am Platz. Und das beste Beispiel dafür ist nicht der Aktienmarkt, sondern der Obligationenmarkt. Vor allem gilt das für die Junk-Obligationen. Anhand der jüngsten Daten des Fitch-Unternehmens macht der monatliche Zustrom in den europäischen Junk-Obligationenmarkt im Durchschnitt über 3 Milliarden Euro aus. Es handelt sich hier um einen Rekordwert. In diesem Jahr haben europäische Kooperationen mehr Junk-Obligationen herausgegeben als alle amerikanischen Unternehmen. Viele Wirtschaftler gehen davon aus, dass das ein positives Anzeichen ist, weil das bedeutet, dass die Investorensicherheit wieder steigt, die auch die Aktien unterstützen kann. Ich persönlich denke hier ganz anders. Wegen der hohen Marktsicherheit wollen die Investoren einfach keine risikohaften Aktien europäischer Unternehmen kaufen. Ich denke, dass der Markt hochrentabler Obligationen momentan eine der schlechtesten Investitionsmöglichkeiten darstellt. Heute muss man seine Aktien und risikohafte Aktiven loswerden und die beste Anlagemöglichkeit sehe ich in sicheren Währungen, am besten der Dollar oder der Schweizer Franken und zwar in Bar. Brian, vielen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, denn wir haben noch eine Menge interessanter Interviews für Sie vorbereitet. Bis bald.